Den kriegen sie jetzt down und dann müssen wir hoffen, dass sie die Türme nicht angreifen, weil sonst sind wir stark im Nachteil. Ich hoffe, denke mal, die gehen zurück jetzt. Hm. Habe ich mir schon gedacht. Auf und holen wir uns den. Sehr schön, der hab ich gekriegt. Wow. Das ist unser Mann. Ich würde mal erstmal kurz hier Vasallen hier. Leute, die müssen Vasallen holen, die sind zu stark im Turm. Ich glaube, ich habe versucht, so schnell wie möglich wegzugehen, falls es nicht schlecht wird. Aus dem einfachen Grunde, dass ich eine Menge Kohle habe und gleich wieder was Neues kaufen kann. Und damit... Hier hin. Hier ist noch einer. Okay, killt den doch, Alter, killt den, killt den, killt den. Wir sind zu viert, wir sind zu zweit. Ja, 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 ja. Ich hoffe, das war jetzt grammatikalisch richtig, ich war ja nicht ehrlich. Und ich kaufe mir jetzt das Ding hier, geile Spule. Und dann kann ich mir als nächstes dann auf das Ding hier sparen, aber ich glaube, ich hole mir... Ja, ich muss mal ein bisschen Rüstung holen, ich glaube, das wäre ganz gut, falls ich doch sterbe, dass ich das Ding da voll kriege. Ja, jetzt weiß ich schon, wie das Ding jetzt ist. Ein bisschen Rüstung kann die schaden, auch wenn ich Eddy Carrier bin. Ich mache ja schon 200 Schaden, das ist eigentlich ganz okay. Hoffe ich mal. 320 ist eigentlich so ein Maximum. So, wir werden die jetzt an unserer Basis killen, um dann auslaufen zu können. Ich werde Freyjord vereinen. Und dann hoffentlich leichteres Spiel zu haben. Ich und er sind hier. So, die Kundschaften hier aus, die kommen auch von allen drei Seiten, sehe ich gerade. Drauf, 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 drauf. Sehr schön. Erster Tod. Genauso will ich das sehen. Okay, der Gegner hat irgendwie Turm zerstört, ist aber nicht schlimm. Also ich hoffe, dass es nicht schlimm ist. Das ist jetzt verteidigen die beiden Türme hier und das ist das Wichtigste. Ah, das glaube ich nicht so schlimm, oder? Hab ich den Bären jetzt eigentlich gekillt? Warum ihn an der Base killen? Ganz einfach, damit wir dann, damit die, oh, das, weil wir da mehr Chancen haben, weil die unsere Türme hier haben, Fragezeichen. Dann rennen die hin, weil die ewig lange reinkarnieren müssen und dann, manche Leute, das kannst du echt nicht machen. Ja, Mann, das sind doch nur kleine Vasallen, das kriegt er mal wieder ein. Das Ding steht doch schon wieder. Gut, bald ist einer mehr tot, aber bis die hier sind, ist der Lucian auch schon wieder lebend. Okay, jetzt lebt der auch wieder. Okay, ich lebe als letztes.
keinen Scheiß hier unten. Das macht kein... Renn doch nicht weg, ja genau. So, Slash R. Und drauf. Drauf. So, jetzt kümmere ich mich hier. Taktik 17. Habe ich ihn geslowt? Ich hoffe ja. Wo ist er denn? Okay. Ich geh mal auf den hier. Komm ich denn? Ach, hier bin ich. Ja, die habe ich mal. Geil, okay. Boah, Alter. Kill die doch. Ihr seid zu flott, Leute. Warum rennen die denn weg? Das kann doch nicht sein. Warum rennen die denn? Ja, und der Master hier, die wird... Nee, die Art, die verkündet. Die ist aber auch schon Level 18. Das geht gar nicht. Warum killen sie die nicht zuerst? Wichtig ist immer, das wurde mir auch von großen Profis erzählt. Ding muss abwerten, wenn ich das sage. Das ist aber gar nicht abwerten gemeint. Dass man zuerst immer auf den AD Carrier geht, weil der teilt den meisten Schaden aus. Der muss weg. Falls ihr also mal wieder vor euren Kameraden davonlaufen solltet und seht ihr, dann seht ihr, oh, der AD Carrier, der hat ja wenig Leben, dann killt wenigstens noch den AD Carrier, weil das ist das Wichtigste, um eure Kameraden zu schützen. Wenn ihr eh sterben solltet. Ansonsten versucht einfach zu vermeiden zu sterben. Und andere zu killen. Halt das Übliche, ne? Wir sind übrigens bei 40 Minuten mittlerweile. Es könnte sein, dass ich daraus gleich mal 3 Folgen mache. Bei 45 Minuten dann auf jeden Fall noch. Ah, na ja, gut, 45 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. So, auf. Jetzt macht er doch wieder auch was, ey. Macht was. Yes. Der dämliche Panda hat natürlich wieder irgendeinen so Special-Effekt, dass der hier abhauen kann. So, die Eispferde stelle ich aus, damit ich mein Mana noch behalten kann. Und stelle sie jetzt wieder an, damit ich wieder... nerviges Bein. So. Alle auf den Inhibitor. Alle auf dem Inhibitor, alle auf dem... Ja, okay, drauf. Auf dem Inhibitor. Auf dem Inhibitor. Auf dem Inhibitor. Ja, und... Oh, oh. So, die Pfeile muss ich ein bisschen aufheben, damit ich hier... wieder noch was machen kann. Oh, drauf. Ja, die ist schlau, die geht auf den AD Carrier zuerst. Die weiß, wie es läuft. Ich glaube, die wissen alle, wie es läuft. Okay, wir müssen ganz schnell back. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt back. Weil wenn wir jetzt sterben, das ist glaube ich echt bitter. Aber es sieht richtig gut aus. Die Leute sehen uns nicht mal. Ah, das ist da, die verfolgen den hier. Klingt zwar scheiße, ist aber gut so. Dann killen sie nur einen. Und der Rest kann sich flüchten. In die Base. Und ich habe 1600. Das heißt, ich kann mir auch den Blutdürster jetzt leisten. Und gewinne zusätzlich an Stärke dazu. Nächstes Item wäre jetzt der Schutzengel, den ich unbedingt brauche. Habe ich wieder... Ich habe nichts doppelt gekauft, oder? Nee, habe ich nicht. Okay. Noch 1200, dann habe ich den Schutzengel. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie wieder alle sterben. Jetzt habe ich kein volles Leben. Noch 2 Gegenstände brauche ich, und zwar den Schutzengel und den Bogen, der mehr Schaden macht. Obwohl, nee, ich glaube, der andere ist besser. Ich glaube, ich hole mir diesmal dieses
Totem-Ding, was mir... Nein! Mist! Das war unfair. Zurück zur Base. Also gleich zurück zur Base, jetzt geht noch mehr drauf. Ja, sehr geil. Sehr geil. Ich gehe jetzt mal kurz zurück. Ich hoffe, die Leute sehen das. Anscheinend nicht. So, mein Mana muss ich ganz schnell auffüllen. Mana. Achso, hinterher. In Heimwacht schon bin ich dem Glück sehr... die sind natürlich nicht aktiviert jetzt. Und jetzt haben wir noch unsere Superwasser, den uns auch ein bisschen helfen. Oh, das haben keine Rückflug. Ja gut, dass das Team aufpasst manchmal. Heißt es nicht Me Too? Okay. Ja, na dank der Heimwacht. War das dank der Heimwacht? Ach, dank irgendwas. Habe ich jetzt auf jeden Fall volles Leben. Oh, ich sehe es gerade. Solange ich zu Hause bin, natürlich nur. Sehr schön. Ja, ja, das kann ruhig sein, aber unsere sind ja auch alle wieder da. Oh. Auf. Leute, ihr müsst mich, genau, ja genau, ich muss überleben, genau, ich muss überleben. Alter Schwede, ich geh kurz heim. Ich will die überleben, das jetzt. Komm schon, heil dich. Okay. Macht der denn da hinten? Okay. Alles easy, was macht der da? Ach, der will von hinten kommen. Gut, okay. So, dann gehen wir mal drauf jetzt, ha? Leute.